Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil von Kopfgeldjagd mit Ghost und Drago. Hallo. Hallo. Ja, wir sind eine spezialisierte, also wir haben eine Organisation, stimmt's? Organisation, ja. Ja. Die sich speziell auf Verbrechen spezialisiert. Und ihr wisst alle, Simeon ist ein Autoklauer, nicht gerade legal. Und dem wir heute mal auf die Spur gehen. Sehr reich geworden durch diese vielen Online-Spieler. Ja. Und er hat heute ein Treffen, muss ein Gespräch halten und wir wollen heute den Chaos machen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, geht's direkt los, ne? Ja. Jetzt zeigen wir mal Profi. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Es gibt wahrscheinlich sehr viel Wachmänner und so. Ich hoffe, ja, dass es nicht fehlschlägt. Aber die letzten Aufträge waren sehr einfach. Ich denke, es wird jetzt schwer sein, viel schwer. So, wir gehen aufs Observatorium. Also hoch zum Observatorium, aber nicht in die Nähe. Wir müssen snipen. Sie werden wahrscheinlich fliehen. Muss ein bisschen gedeckt fahren, ne? Soll nicht direkt entdeckt werden von den Cops da, die da alle sich barriert haben da oder was auch immer. Ja, da sind sehr viele Cops drin da sein. Einfach hier durch den Nationalpark am besten dann. Also haben wir uns vor dem Tunnel dann links. Oder hier schon links. Irgendwo ist hier ein Weg links. Mehr. Raus oder was? Ja, links, links. Hier hoch, links hoch. Ja, hier hoch. Send. So, noch. Oder sollen wir versuchen, jetzt einfach da durchzufahren, aber. Ich weiß ja nicht. Doch, ja, da unten ist das Observatorium. Ich sehe jetzt gerade. Ah, hier links. Genau, hier links. Ja, das ist zu weit, wenn du hier hoch bist. Aber wir haben nicht genug. Die Steigung ist ja zu. Ja, wir müssen ja uns auch anschleichen. Mach mal Licht an. Licht hier aus. Rechts. Geh hier rechts auf den Berg hoch. Genau. Hier könnte man nutzen. Ja. Aber das Auto verstecken hier hinter dem Busch links. Guck mal, aber ich glaube, wenn wir so fahren, so. Ich glaube, so kann man es von hinten nicht sehen. Das ist gut, glaube ich. Kann irgendwo hinstellen, was da zu diesem Busch. Alter, sind da vier Leute, Alter. Oh, scheiße, ehrlich, hab ich dann gemacht. Fuck. Snap du ihn? Ja. Warte, ich muss noch kurz. Also, ich habe guten Kontakt zu ihm. Ich glaube, der mittlere ist es. Das ist Simon. Ich sehe ihn. Willst du ihn erschießen? Von mir aus. Okay, ich schieße in 3, 2, 1. Das ist so, wir müssen weg, weg, weg. Okay. Ich kann sneaken weg. Wir rennen schon weg, die ganze Menschenmasse da hinten. Achtung, sie kommen. Ich fahre getarnt weg. Ja. Ja, sehr gut hier. Wunderbar. Puh. Meinst du, die Cops haben gesehen, wo wir waren? Sie haben es wahrscheinlich bemerkt. Aber so direkt konnten sie sich natürlich nicht. Sie waren so ein bisschen unschlüssig, denke ich mal. Wir mussten zuerst miteinander reden. Ja, so schnell geht es nicht, wie in manchen Filmen gezeigt oder so. Das ist gut, aber eventuell haben sie ja das Auto gesehen. Dann wird uns schon nichts passieren. Was machen wir jetzt? Okay, ist noch nichts zu sagen. Wir gehen jetzt hier runter am besten. Da werden sie uns nicht verfolgen können. Also, wir hätten noch ein paar von unserer Seite, also keine Aufträge, wir werden nichts verdienen. Bei diesem Auftrag haben wir sowieso etwas Geld verdient, also sehr viel Geld verdient. Bei diesem Auftrag haben wir sehr viel Geld verdient. Ja. Also, da wird auf jeden Fall vor der Folge 3 des Kopfkehrers
dort wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir damals mit einer anderen Karre ankommen, die vielleicht etwas besser ist als ich. Ne? Klar. Aber wir können ja jetzt wieder auf Gangs losgehen. Oder wir könnten ja dort dieses Mafia-Gebäude mal ausschaffen. Das wird sicher etwas sein. Wo ist es denn? Da hinten, okay. Das große Bandit. Ich muss mal eben kurz, warte mal, kurz mein Depomato ausmachen, ja. Wo waren doch nochmal? Nice. Es wird wahrscheinlich aber nicht so viel los sein jetzt momentan. Fahr ich gerade richtig? Ja. Ja. Also wir können ja die Militärbasis mal ein bisschen auseinander. Nee, da Panzer, das kannst du vergessen. Ja. Da müssen wir schon mehr dann auf die nächste Folge kommen. Also hier direkt geradeaus. Da rechts hoch. Die Brücke. Oh, das war's mit dem Auto, Okay, das Auto ist schon mal weg. Also, ja, das können wir uns auch. Scheiße! Mann, das Auto war so richtig geil, ne? Oh. Kacke, Alter. So. Also gleich mal Spezialkabine. Kompakt-PDV ist mal wieder on point. So, was geht denn jetzt hier hoch, Alter? Jetzt willst du kotzen, ne? Das war natürlich jetzt ein Auto dort oben. Ein bisschen fail. Also ich hätte den Wagen jetzt gerne auf 400.000 Euro verkaufen, aber ich meine, aber na gut, ne? Nächstes Mal. Ach komm, ey, das ist doch kacke, ey, das ist doch... Ach Mann, ey. Also ich bin hier oben. Ist irgendwie ein bisschen verlassen, hab ich das Gefühl, das ist halt nach. Warte, ich muss mal kurz meine Leuchtschuhe ausmachen, warte mal kurz. Oh nein, jetzt habe ich mich teleportiert, da scheiße. Scheiße. Oh, warum musst du Wegmut machen, Drago, Alter? Das ist zum Kotzen. Ja. Du musst ja nicht immer teleportieren auf dem Weg. Ja, aber ich hab. Ja, du hast aber ein Dingens gemacht. Du hast dieses. Diesen Kack Wegpunkt, Alter. Also mach einfach am besten mal beim nächsten Mal Wegpunkt hin und dann machst du den weg. Weil ich einmal sehen kann, wo der ist und dann, weil dann. Hast du das auch hier, diese Schlange? Diese Ast vom Weintraubenbaum. Den hier? Sieht mega merkwürdig aus. Nein, hier oben drüber. Ist so ein ganz helle Schlange. Das musst du im Video dann schauen von mir. Achso, ja, das hab ich auch bei mir. Das hab ich auch. Sieht einfach so merkwürdig aus, als würde es wirklich eine Schlange sein, die sich windet und sich bewegt. Weil es ist nur der Wind, der diesen Ast so herumschleudert. Ich glaube, das ist ein Nachteil. Ich glaube, da ist halt nichts los, ne? Da oben ist aber das... Drago, das ist der Sender von denen. Das alles empfängt. Ah, empfangt. Aber die sammle ich ja nicht. Also die möchte ich gerne mal in einem Video sammeln, aber es ist ein bisschen zu lang. Also scheinbar ist echt nichts hier los. Hm. Ich glaube, sie sind schon weg. Sie wussten, dass sie angegriffen werden. Sind leider schon weg. Aber komm, mach mir eine Pizza, okay? Hier ist ein Stein offen. Lass die Limo klonen, ja. Ja. Haben wir ein neues Auto? Ja. Ja, präsentieren. Okay. Alter. Ich fahr nicht. Ich tu fest. Nicht. Diese Entscheidung. Also, wo gehen wir hin? Es ist nachts. Ich meine, eigentlich können wir nur wohin, weil es ja gerade Corona, deswegen ist halt scheiße. Mhm. Ja, doof, ne? Wir gehen zu diesem, zu dieser Villa. Nein, das ist auch leer, Leute. Diese Villa ist sicher auch leer. Aua. Ist egal, ist in unser Auto. Gehen wir zum Strand runter. Okay. Lass mal ein paar Extra-Dollar holen, oder?
Sag mal! Ist der bescheuert oder was? Immer, NPCs sind immer. Der ist auch Ego, ja, ne? Nee, ich hab nicht Ego an, ich bin Film. Also, ich muss doch ein gutes Video machen, aber. Ego ist realistischer. Jetzt bin ich in Ego, den halben Ego. Jetzt wackelt mir einfach manchmal zu viel. Sag mal, geht ja gar nicht. Ich muss eine andere Frisur machen. Hey. Geht's Ihnen gut? Okay, geht's gut. Wir sind Kopfgeldjäger, wir müssen vorwärts machen. Scheiße, Alter. Ja. Er hört nichts mehr. Oh, guck mal, aber wir haben so einen Kaffeebecher dabei. Ja. Verpflegung ist wichtig. Würden eigentlich Leute, wildfremde Leute, sich verhalten, wenn man sagt, man ist Kopfgeldjäger? Das hast du im Auto auch? Glückwunsch! Also ich fahre jetzt. Nein, du fährst nicht, ich fahre! Doch. Nein. Dankeschön! Aua. Die Ego-Perspektive ist alles schwer. Genau, dankeschön. Mann, diese Embassy sterben einfach nicht, wenn man draufballert. Nächster. Hast du ihn? Ja, genau, das langsamste Auto. Dankeschön. Komm, du bist so nett. Nimm diesen. Komm, wir melden mich. Nein, nimm mal nicht. Nee, wir nehmen jetzt. Patriot. Ey, hallo! Alter, Junge, ich muss fast überfahren. Mehrfach. Ne, komm, ey, wir nehmen den hier. Endlich mal. Aber ich fahr dafür. Oh, wir ein bisschen. Bist du drin? Ja, hinten. Ich wollte nicht, dass die Spielfigur so extrem. Du weißt es, er braucht immer Ewigkeit ums Auto. Ey, du fährst 5 Meter und bist schon wieder in einen Unfall verwickelt. Ei, du. Nein, bin ich nicht. Das sieht nur so aus. Wieso wollte ich eigentlich fahren, damit wir keinen Unfall machen? Oder beinahe keinen Unfall machen. Aber nö, Alter, ich fahr wieder Ghost, eins, Alter. Der Ghost Auto will nicht Auto fahren und kann's nicht. Ich kann Auto fahren. Also jetzt mal, leider viermal schon bewiesen, dass du nicht aus. Scheiße! Hast. Oh, das siehst war du, oh, das fünfte. Ja, ich kann das doch, das war ein Bug. Was ein blauer Fleck am Arm. Bug. Yeah, geschafft. Ach, bin ich froh, den Ghost das Fahrrad zu haben. Ich bin so froh. Auto sieht top wieder eins aus, oder? Ja, ein Ding. Top wieder eins. Und sich sogar. In der Reihen vom Auto. Sieht zwar die Motorhaube nicht mehr, aber egal. Wir müssen mal ein Video machen, wo wir ein Auto so extremst wie möglich kaputt machen. Mit dem Zug. Hast du das gesehen? Mit dem Zug geht immer besser. Ja, das ist unglaublich. Okay. Also, wohin fahren wir jetzt? Ja, wir sind ja schon am Strand gewesen. Wir gehen, jetzt rechts runter hier zum Strand? Nee, da sind wir schon gewesen bei diesem Gebäude. Wir gehen jetzt dort zum Riesenrad, das ist ein Pier. Und killen ein paar doofe Touristen. Okay. Leute, die einfach sich nicht benehmen. Dafür viel zu viel Tourismus. Trotz Corona-Krise Tourismus. Es geht einfach nicht. Links hoch. Nö, wir fahren rechts. Wow. Also weg reicht's, ne? Wir müssen den Dr. Friedländer töten.
Räder zu kriegen, sind wir hier. Der ist sicher hier am Pier. Der wohnt ja ungefähr nach rechts. Und er hat die Arztpraxis. Aha. Schau her, für Touristen. Das geht nicht. Also Corona hat schon sehr viel am Strand. Sind es wir zwei? Oder Manuel Neuer? Mhm. Aber die Strandburgen sind auch top. Ein Turm, ein Strandturm. Der hat etwas in der Hand. Wer? Der da am Strand. Oh, da ploppt jemand auch auf. Was ist denn sie? Sie hat hier vorne? Sie hat ein Bier. Hier vorne oder? Nein, hier, ja, hier links. Links von hier. Diese mit der Rose. Oh. Also. Das könnte Sprengstoff sein. Oh. Kaffee. Kaffee. Ah, Kaffee. Zu viel Starbucks. Das geht nicht. Rennt es hier an. Oh, sie hatten ihn verloren. Okay. Wir haben den Tag gerettet. Alle Zeugen. ein Foto gemacht. Boah, die haben direkt getroffen. Wo ist noch einer? Ja, du musst ihn nicht raus. Nein, er ist wieder aufgestanden. Er steht nicht mehr auf. Er ist tot. Gut, Zeugen vernichtet. Nein, hier sind schon Zeugen. Oh. Wo? Ich sehe die. Die sind bei mir gar nicht gespawnt. Aber jetzt habe ich schon, Geld, oder nicht? Ja, ich habe Geld bekommen. Ich hätte jetzt ein bisschen anders erwartet. Ah, da ist jemand gewesen, okay. Guckst du das? Ey, da ist der Vier dran! lecker! Lass ihn wegmachen! Das war knapp! Oh, was mit ihm hier? Irgendwie asynchron, aber gut. Ey, das war eine ganze Zeit neu. Alter, Junge, passt aber auf! Ehrlich. Der muss kaputt gehen. Ja, jetzt ist er kaputt. Es dürfen keine Radios hier sein. Corona heißt Corona. Oh. Lass mal weg hier. Wer kommt denn die Cops, Alter? Kommt auch drauf. Ja, so Kack-Dinger, Alter, oh, kein Mensch, Alter. Ja, auf das Marsch. Komm, ey, lass mal die S-Klasse. Ne, wir nehmen jetzt hier denn die S-Klasse, Alter, die ist gut. Aufs Kurs schließen den Kram. Zack, läuft der Kack. Hast du gesehen? Schon läuft der Quark, Alter. Ah, scheiße, Alter. Radio, komm mal, Sack. Wir könnten hier eine Absperrung bei der Autobahn machen und alle abnutzen. Wir können uns auch quasi mit dem Geld, was ich jetzt gerade gemacht haben, einfach beim PD oder so bemelden einfach. Das ist ja einfach richtig. Also das wäre zwar, weißt du, wir arbeiten ja für eine Organisation, ne? Und wir könnten den nochmal ein bisschen aufpellen, dass wir das halt. Dass wir mehrere Wagen haben, weißt du? Also holen wir ein Auto. Ein IB-Auto. Okay. Sehr gut. Lass mal jetzt zum Haus fahren, okay? Wo wir beim nächsten Mal hinfahren. Jo.
Lass uns mal ein Haus angucken, was wir uns da kaufen. Okay, ja, welches hast du? Ja, am besten wo man viel Stellplatz hat, so für welche gute Auto das war. Rheinwood. Am Staudamm. Am Staudamm? Rheinwood Hills. Direkt unter dem Weinwurzzeichen. Traumhafte Lage. Aua! Das war mein Knie. Du meinst Schweinfleisch, ne? Nehmen den hier, dieses Auto. Hä? Da ist gar niemand drin! Das Auto fährt, ohne dass jemand drin ist. Hey! Rockstar Server. Ole, ole, ole. Gibt's irgendwo eine 8? Der ist gut, der Wagen hier. Der vor uns. Okay. Aussteigen sofort. Also rausziehen. Erschießt du den? Perfekt. Nein, brauchen wir nicht. Was hat er gesagt? Bei mir ist gerade alles. Ah, dort ist. Also, komm, die Karre hier. Die Karre ist besser. Also weißt du wohin? Nee. Einfach alles durch die Stadt. Also, auf die andere Seite vom Essen. Oder lass doch hier rechts irgendwie irgendwo. Hier. Hier in dem Gebiet ist doch gut. Ja, wenn du nicht so edel wohnen willst, dann hier. Nee, wir brauchen noch Geld für die ganzen Wagen und so, ne? Ja, okay. Hier das ist doch hier links! Ja. Mega Mall! Okay. Gerne hier wohnst. Nein, hier ist doof. Aber du kannst ja einfach hier, dieses Haus dort. Das ist weiß. Das ist ganz nah und da haben wir gut viele Plätze. Mega Mall ist sowieso tot. Also, Corona-Krise hat. Hier rechts? Bank hier rechts? Gemacht. Hier vorne uns. Wow. Ein schicker Wagen, muss ich sagen, ne? Schönes Race. Echt modern. Ne, das nicht, das ist doch kacke da. Das hier. Das ist noch kacke. Nein! Das ist kleiner. Okay, schon scheiße. Das ist schon scheiße, muss ich sagen. Wir wohnen einfach auf dem Zug. Da vorne gibt es doch diese großen Appartements. In jeder Wohnung. Einfach mehr. Weißt du wo? Ach, nö. Hier rechts. Rechts hab ich. Hier rechts. Also hier geradeaus rechts. Das sind doch Appartements. Hier gibt es viele hier. Plätze. Hier können wir überall wohnen. Hier links? Genau, hier links. Genau das hier uns holen. Ja. Das ist ja gut. Ja, ist ja gekauft, oder? Eindeutig. Oh, schöne Denkmäler hier hinten. Ist ein bisschen verranzt, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Ich würde sagen, das holen wir uns, oder? Ja. Ist doch schön hier, oder? Komm mal, lass mal holen. Ist ein bisschen abgelegen so, aber dann weiß halt nicht jeder, dass wir hier sind, weißt du? Sind ja auch okay. Undercover so. Bin ich dafür. Also parkieren. Ich würde sagen, den Wagen hier, den behalte ich mal, ne? Ich finde ganz geil den Wagen eigentlich. Ich würde sagen, den motze ich noch ein bisschen auf, Alter, und dann. Ja. Machen wir eine geile Karo, wie sagen. Definitiv. Das ist doch. Ich finde den Wagen echt geil. Ja, hat was. Gut. Also wir schauen nach weiteren Aufträgen. Genau. Jetzt oder was? Interessantere Aufträge. Jetzt? Aber braucht halt einige Zeit. Also es ist jetzt momentan nicht so viel los. Wenn jetzt wirklich Corona würde sagen, ja, ich verdufte, dann wird es besser sein. Wäre wieder ein bisschen mehr los.
glaube, ich habe aber noch ein paar Aufträge im Kopf. So, und wegschauen hier vorne, ne? Ist einfach schwer, sie umzusetzen, weil meistens ist etwas mehr los als nur abknallen. Phoenix? Oh, hier ist ein Blechschaden vorne, Alter, da. Kacke. Hier muss auch mal ausgebessert werden, nochmal kurz in eine Scheibe rein. Und das hier alles machen, ne? Wir könnten ja. Gibt's noch? Noch ne, dann mach ich heute Nacht, glaube ich. Weil jetzt ist viel zu viel los auf der Straße, da ist da kein Bock drauf. Machen wir das morgen. Ist okay. Ja. Oder aber in der nächsten Folge, oder? Ja, morgen Abend ist dann die nächste Folge, wie du hörst. Ist verbogen hier, guck mal. Ja, ein bisschen schmutziger. Das ist halt egal. Weil der Kotflügel ist ein bisschen eingedüllt, muss ich sagen. Ist der Exosover vom Auto. Ich sehe jetzt gerade keine. Nix, würde ich sagen, oder? Endmeeting. Alles klar, perfekt. Ich packe hier ein. Und dann sagen, wieder schauen, reingehauen, bis zur nächsten Folge, wenn es ja heißt, Groß und Drago. Ja, Kopfgeld! Tschüss!